Na gut, 14. Stream, die zweite. Zweiter Versuch. Langsam nervt es einfach nur noch, wie oft das Spiel abkackt. Ich will hier nicht mal weiterkommen und nicht immer ständig dasselbe machen müssen. Durch die ersten paar Systeme bin ich ohne größere Fehler gekommen, ja, und jetzt komm noch irgendwie zum nächsten Planeten da. Dann kann ich noch mal alles von vorne machen, was ich gemacht habe. Und wieder Viking Dolch. Ich glaube, die Drohnen hier haben. Okay, jetzt kommen sie doch. Ich wollte gerade sagen, die Drohnen haben auch schon langsam keinen Bock mehr drauf. Okay, während die einscannen, darf man natürlich nichts abbauen. Flieg weiter. Jetzt kommen sie schon wieder zu zweit. Kommt doch mal zu dritt, wir haben mal eine Abwechslung. Weil die kriegen das immer sofort mit, sobald ich hier was kaputt mache. Ne? Da geht's noch nicht mal in der Höhle. Okay, jetzt verkaufe ich das Zeug nochmal. Warte mal, wie viel habe ich hier? 500. Genau. Da sehen die 30 aber auch ein bisschen doof aus. Kupfer, habe ich irgendwo Kupfer? Nein. Jetzt kann ich auch nicht irgendwie verschieben, ne? Nee. Okay, weiter. Ja, ich wollte eigentlich den Marktplatz hier erstmal benennen. Dikis Tal. Stimmt das? Dikis Tal. Das
Das ist kein Tal, das ist unser Marktplatz auf diesem Planeten. Jetzt müsste ich nur noch diesen Wegpunkt so markieren können, dass ich da auch wieder hinfliegen kann. Deshalb nenne ich es eigentlich immer Marktplatz. Und vielleicht kommt diese Funktion irgendwann mal. Irgendwann, wenn ich mal wieder auf diesem Planeten hier bin, suche ich den Marktplatz und kann mein Zeug sofort wieder verkaufen. Da ist gerade was geflogen, ich habe was Fliegendes gesehen. Ah. Alter, bleib stehen. Du willst mir ausweichen, stirb, du Vieh. Alter. Was soll der Scheiß hier? Wo ist es gelandet? Nein, da nicht. Muss hier irgendwo gelandet sein. Na hier. Halt hier. Hier von ab. Die Kovacs haben in Frieden gelebt, wir haben die Wächter angebetet, von ihnen gelernt, an ihrer Seite im Gleichgewicht gelebt. Die Kovacs haben die Wege der Wächter verehrt und sich geweigert, in dem heiligen Boden, den sie beschützen, zu graben. Wir waren erleuchtet. Okay, erleuchte mich. Bewaffnung. Okay, jetzt haben wir das Problem. Wir haben das ganze Plutonium verkauft. Und es regnet. Ja, Plutonium sammeln, ich weiß. Ich dachte, ich hätte noch einen Start.
wollte ich doch gleich machen jetzt. Jetzt aber erstmal scheiß Sturm. Gut, das sind doch mal tolle Neuigkeiten. Okay, Plutonium. Dort. Ist das auch wirklich Plutonium? Ach, die Scheißviecher schon wieder. Fleischfresser. Ich mag euch nicht. Hier nur Plutonium. Gehört bereits zu einer Spezies, Alter. Wie viele gibt's denn noch von den Viechern? Ich glaube, das war jetzt schon das vierte, oder? Ich bin wieder mitten in der Luft abgebremst. Weiß nicht, was das mal ständig ist. Ach, hier ist so ein Sendelinks. Bin ich 1000 Kilometer davon entfernt gelandet, oder? Hä? War das halt da drüben? Da war doch eben noch ein Fragezeichen irgendwo in der Nähe. Habe ich mich jetzt so verflogen? Ich wollte eigentlich nur drum rumfliegen und bin ganz woanders gelandet. Aber Tiere gibt's hier auch nicht.
1,22. Ich glaube, ich bin auf der anderen Seite von dem Hügel hier gelandet. Hier wollte ich eigentlich landen, genau. Fortgeschrittene Lebensform. Voll, jetzt darf ich wieder zurück zum Raumschiff. Ausgerechnet in den letzten 2 Sekunden, wo ich eigentlich Jetpack brauche, ist es leer. Egal. Das ist bekannt. Die elektronische Lebensform untersucht ein holographisches Bild der geologischen Schichten, Mineralstoffe und Ressourcen dieses Planeten. Sie grübelt über gewöhnliche Elemente, konvertiert sie zu hochwertigen Produkten und analysiert die Ergebnisse. Sie bemerkt meinen Bergbaustrahl und zwitschert vor Aufregung. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Handelsfächer rundherum überfüllt sind. Oxidprobe geben, Silikatprobe geben, Isotopprobe geben. Ich hab keine Ahnung, was das Vieh von mir will. Ich werde mal vielleicht Eisen oder sowas. Eisen habe ich doch. Na, 5, ich brauche 10. Eben irgendwas. Wenn da wenigstens stehen würde, was das Vieh will. Meilensteinerei, ja. Yeah. Oh oh. Ich dachte schon, der hat schon so rote Lichter angehabt.
Ah, Plutonium gibt's hier wieder einen Haufen auf dem Planeten. Plutonium ohne Ende. Der weiß aber immer genau, wo ich bin, ne? Wenn die Viecher hier nur nicht wären, weiß ich, warum die mich immer abschießen wollen, wenn ich hier was kaputt mache. Nein. Braucht das? Was für Feinde! Alter! Wehren darf ich mich ja wohl, oder? Oh, so ein Wissensstein. Cool. Da hinten ist sogar noch einer. Bereits bekannt. Wissenssteine. Auch wenn wir schon alle Meilensteine haben, mehr Wissen schadet ja nie. Da ich nicht weiß, was der von mir will, da ich nur Reisender verstehe. Entweder Kohlenstoff oder Eisen. Kohlenstoff habe ich schon zu oft irgendwelchen Viechern geben müssen. Vielleicht wollen die ja diesmal irgendwas anderes. Ich weiß ja nicht, was der will. Da kriegt er einfach mal Eisen, so. Das Oxid wird untersucht, verarbeitet, repliziert, was? Neue Technologie, cool. Endlich mal was, das ich noch nicht habe. Das Ding sieht so aus, als könnte das auch besser sein, wie mein jetziges. Oder auch nicht. Okay, 16 Plätze, 15 Plätze. Nee, mein jetziges hat 16. Das hat nur 15. Also nicht besser.
Aluminium ist mal richtig was wert hier. Sollte ich vielleicht doch mal sammeln, wenn ich sehe, wie rottig das Gewebe. Suspensionsflüssigkeit kann ich alles selber herstellen. Plutonium habe ich schon wieder. Halte ich mal 200. So. Kohlenstoff weg damit. Tamium habe ich nichts mehr. Das sind alles wieder nur grüne Viecher, die habe ich schon. Und der Planet nervt mich ja eigentlich nur. Ich gehe hier weg. Scheiß drauf, da sind mir die 100% hier auch scheißegal. Aber in dem System hier waren wir sowieso gerade nur eben auf dem einen Planeten hier. Nee. Aber doch schon noch vier? Okay. Na, wie viel gab's hier? 5 und ein Mond oder wie war das? Das haben wir schon entdeckt. Da waren wir schon. Glaube ich, bei dem da auch schon. Und dann sind das hier schon die 4. Dann ist das da unser. Das. Das haben wir entdeckt. Hä? Okay. Habe ich mich jetzt gerade einmal komplett gedreht? Suche ich denn? Wo war denn das, was ich noch nicht entdeckt habe? Da. Sikalkinonava. Was? Sie sollten vielleicht mal dahinter schreiben, wie man das ausspricht. Oder werden die Namen auch aus irgendwelchen Silben generiert? Schon wieder nur Steinplanet hier. Einfach nur ein übergroßer Asteroid mit Atmosphäre.
Ja. Ja, toll, hier gibt's gleich mal gar nichts. Leerer Planet. Bereits bekannt. Okay, wir gucken jetzt hier drauf. 50% abgeschlossen, hochladen und 200.000 Units erhalten. Jetzt gehe ich auf den Planeten hier und lade diesen hoch. Wie man hört, ich bekomme schon einen Meilenstein. Und ja, hier kommt jetzt nicht mehr das mit 0 Units erhalten bei Hochladen. Und dieser Planet hier ist jetzt zu 100% abgeschlossen, obwohl ich hier nur 50% habe. Ich hasse es einfach nur. Das zieht dann irgendwie schon wieder so runter. Man möchte doch irgendwann mal die Gelegenheit haben, da nochmal hinzugehen und nochmal kommen. Komplett da alles zu suchen. Emerald. Ach, bloß auf dem Planeten hier gibt's Emerald. Möchte ich jetzt aber hier einen fetten Kristall sehen. Na, da hinten ist schon was Größeres. Okay. Also, wenn ich das Emerald mit Granaten kaputt mache, kriege ich gar nichts. Schade. Lebenserhaltungssystem. Das lässt sich jetzt zum Glück mit Plutonium auffüllen, was es hier wieder reichlich gibt. Aber ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes lang da latschen soll. Nein, das ist dahinter.
Sie hätte ich gerne. Kann ich dem keinen Namen geben? Oh, da ist noch ein bisschen Emerald. Vielleicht finden wir hier auch mal eine fette Emerald, aber man weiß ja nie. Na, da kommen wir schon näher. Hier unten gibt es auch keine Viecher, die uns davon abhalten, das ganze Zeug hier abzubauen. Nur 37? Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es was Größeres. Dass man auf einem toten Planeten nicht alles erledigen kann, ne? Ja, so ganz tot ist er ja auch. Selbst auf dem Mond wachsen Pflanzen. Denn dass wir hier schon waren, einfach nur den Weg zurückgehen. Gibt's kein Plutonium? Ah, hier. Dass ich hier mal wieder im Kreis laufe. Ich bin mir auch sicher, ich würde nie wieder den Weg nach draußen finden. Hier war ich schon. Glaube, das kommt mir schon irgendwie bekannt vor hier. Und die Säulen graben uns mal wieder raus.
das trifft jetzt das Raumschiff, oder? Oder hinten. Das Plutonium hole ich mir noch. Nee, der Planet hat uns nichts mehr zu bieten. Also fünf Dinger haben wir schon. Planeten in dem System war nicht. Ich glaube, es waren fünf Planeten und ein Mond. Ja. Was heißt ein Planet? Muss noch sein, den wir noch nicht entdeckt haben. Den würde ich gerne jetzt noch schnell entdecken. Könnte sein, dass der auch schon wieder total tot ist. Denn nicht auf jedem Planeten gibt es Leben und wir hatten schon ein paar, wo Leben drauf war in dem System. Er dürfte sich auch so weit von der Sonne entfernt sein, dass da kein Leben möglich ist. Nein, kein Scan. Ich habe das andere Zeug noch nicht repariert. Das sind jetzt nicht die feindlichen Schiffe, oder? Alter! Oh, das sind zu viele.
Nein! Das war's dann jetzt. Endgültig. Ich krieg das nicht hin. Nein! Das war echt zu wenig. Alter. Da war schon sehr angeschlagen. Ist ja nicht langsam mal. Das war's. Alter. Ja toll, Dings, Raumschiffe, ja. 5 Stück. Nur 5? Ernsthaft? Ich habe schon mehr als 5, aber bist du mal Reisemeilenstein waren es nur 5. Das war aber auch schon wieder so scheiß knapp. Ich hatte noch vor, meine Bewaffnung vollständig zu reparieren. Jedenfalls die Upgrades halt, die im Schiff drin waren. Nee, Monolith brauche ich jetzt nicht. Ich suche so einen Handelsposten. Oder Upgrade. Auch gut. Nehme ich auch. Und wenn da halt noch so ein Wissensstein dabei ist, nehmen wir den auch noch als Bonus mit. Nicht aber viel Plutonium mitnehmen. Oh, hier gibt es sogar 8 Viecher. Sind doch sehr viele Planeten, auf dem irgendwelche Tiere leben können. Ich dachte, es sollen gar nicht so viele sein, wo Leben möglich ist.
Aber scheint so jeder, mindestens die Hälfte oder so, scheint schon Leben zu haben. Gut. Ist hier irgendwo ein Vieh? Jetzt scannen wir erstmal die Pflanzen. Oh, Strahlung ist hier extrem. Warte mal, extrem. War da was? Scheint aber nicht zu zählen. Oh, das geht aber auch ganz schön schnell runter. Wie kann hier überhaupt irgendwas leben bei dieser Strahlung? Nicht über Antrieb. So, haben wir jetzt 1000 Plutonium im Schiff. Nicht ganz. Okay. Aber jetzt haben wir genau 1000. Okay. Heridium und Platin. Ach, dafür habe ich das Aluminium gebraucht. Ich dachte, das wollte ich irgendwo. Multiwerkzeug. Aber okay, Aluminium, wenn ich es nächstes Mal sehe, habe ich glaube ich sogar schon mal gesagt. Und trotzdem, wenn ich es jetzt wirklich nochmal sehe, dann 50 Stück. Und Eisen, das kann ich jetzt mal schnell machen. Extreme Nachtstrahlung. Ja, okay. Aber wirklich extrem. Hier kann ich nichts machen. Zählt auch nicht. Extremes Überleben. Unter extremen Bedingungen überlebt. Was kann extremer sein als extreme Strahlung? Egal. Finde ich jetzt hier irgendein Tier? Ja, das sieht schon so aus, als ob das irgendwie erhöhte Radioaktivität ausgesetzt gewesen ist. Alter! Ich hab's aber gerade noch so geschafft.
Der Planet ist extrem. Was das ist. Und ob hier auch Tiere sind. Ist das dann ein Tier? Was? Oh nein, die... Warum Wächterdrohne alarmiert? Ich hab gar nichts gemacht. Wartet erstmal, ich muss erstmal wegen der Strahlung, ne? Danach können wir gerne kämpfen. Gute daran ist, ich krieg Titan. Titan brauche ich, um mein Schild während des Raumkampfes wieder aufzuladen. Oh, noch einer. Guck die denn alle her. Ich wollte gerne wissen, was ich angestellt habe. Was? Bereits bekannt damit. Was ist das? Das zählt nicht. Was denn extrem? Okay, hier gibt's... Also, okay. Ich wollte sagen, kein Markt, aber gibt's einen Markt. Okay, ich kann hier nichts machen. Die lassen mich nichts machen. Ich hasse euch auch. Warum kommen die nur immer so schnell zu mir, Experte? Das heißt, noch 10 Wächter oder wie viel? Noch 9.
Ich bin bereit. Bergbaustrahl. Was? Wo? Also bei den Kleinwächtern habe ich doch keine. Den bin ich mir so irgendwie immer überlegen. Okay. Das war's dann aber auch, was dieses System hier für mich zu bieten hat. Alle Planeten sind in der Liste. Okay, hier bin ich auch nicht scharf drauf. Alle Tiere zu finden. Ich überlebe sowieso kaum. Macht eine Suche hier keinen Sinn, wenn ich alle 20 Sekunden wieder zu meinem Schiff muss. Schwarzes Loch. Atlas-Schnittstelle. Da soll ich so einen scheiß Umweg machen hier. Drei Planeten. Und hier kann ich sogar auch hin. Zu weit. Okay. Also bis hierhin kann ich. Also es sind 237,4 Lichtjahre. Das ist mal gar nichts, was ich da an Weg zurücklege, eigentlich. Ich bin 179.867 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Ich fliege ja auch gerade nicht Richtung Zentrum, sondern Richtung Atlas. Wegpunkte. Und wie man gesehen hat, geht es Richtung Zentrum in die andere Richtung.